Schönen guten Tag, meine Lieben. Wie geht's euch? Hoffe prima. Ahlan wa marhaban bikum fi ta'allam al-almaniyya. Learn Deutsch. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا. هنتكلم فيها على موضوع معظمنا أو يمكن كلنا كمان بنقدر نتفاعل معاه كويس وبنحبه جدا ودايما بنتابعه. احنا هنتكلم النهاردة على Sport Arten. Sport Arten أنواع الرياضات الموجودة أو المشهورة وإيه أفضل رياضة إحنا بنحبها إزاي نقدر نسأل ونجاوب على رياضة وكمان حلقتنا النهاردة هيبقى فيها جزء كبير جدا خاص بفوسبال فوسبال كرة القدم الرياضة المحبوبة أو الرياضة الأولى في العالم كله يعني unsere Lernziele Was sind unsere Lernziele für heute? Ja, wir sprechen nach dem Sport. Sport, Fragen und Antworten. إزاي نسأل على Sport؟ إزاي نقدر نجاوب؟ Wir sprechen auch über Sportarten. Sportarten هي أنواع الرياضات المشهورة والمعروفة. Und طبعاً هنتكلم rund den Fußball. فوسبال كرة القدم الرياضة الأولى في العالم والرياضة اللي ليها أكتر عدد من الفانس والمشجعين ده موضوعنا النهاردة اللي هنقدر نتكلم فيه عشان نوصل في الآخر نقدر نتكلم على الرياضة بشكل مختلف بشكل صحيح أول حاجة عاوزين نعملها Sport, Fragen und Antworten إزاي نسأل على Sport إزاي نقدر نجاوب يا Treiben oder machen Sie Sport? Treiben oder machen Sie Sport? لما تحب تسأل حد هو أنت بتلعب رياضة؟ بتمارس رياضة؟ فعندنا zwei Verben نقدر نستخدمه. إما treiben oder machen. Treiben oder machen Sie Sport? لو بسأل صديقي treibst oder machst du Sport? فممكن يجاوب عليا. Ja, Sport treibe ich gern. Ja, Sport treibe ich gern. Sehr gut. Der erste Frage, die wir heute lernen haben. Nummer zwei. Welchen Sport magst du gern? Welchen Sport magst du gern? Welch, wir haben in der Folge 7 Frage Wort, أي رياضة أنت بتحبها. Welchen Sport magst du gern? Ja. Fußball. Fußball mag ich sehr gern. Fußball mag ich sehr gern. Machen wir weiter. Okay. Und wie oft, man insert Fragewort, wie oft, kammara. Wie oft treiben Sie Sport? Wie oft treiben Sie Sport? Dreimal pro Woche. هو بيمارس الرياضة بتاعته dreimal pro Woche ثلاث مرات في الأسبوع sehr gut noch eine Frage und wo treiben Sie Sport بتمارس رياضتك فين wo treiben Sie Sport im Club oder zu Hause im Club oder zu Hause دي كلها أسئلة وإجابات ممكن نستخدمها وإحنا بنسأل حد عن Sport بتاعته. Machen wir jetzt weiter. Okay. Was machen Sie, um gesund zu bleiben? Gesund. Gesund, يعني صحة جيدة. هو بيسأله, was machen Sie, بتعمل إيه, um gesund zu bleiben? عشان تفضل gesund, بصحة جيدة. Ich laufe und schwimme. Ich laufe, بيمارس رياضة الجري und schwimme, وبيعوم. Sehr gut. Welchen Sport sehen Sie im Fernsehen? عرفنا هو بيحب الكورة, عرفنا ان هو بيجري, بيعوم. هنا بيسأله, welchen Sport sehen Sie im Fernsehen? أي Sport أنت بتشوفها على التلفزيون. Welchen Sport siehst du im Fernsehen? Handball und Tennis. Handball
und Tennis sehe ich gern im Fernsehen. Noch einmal, Handball und Tennis sehe ich gern im Fernsehen. Machen wir weiter. Wer ist Ihr Lieblingsfußballspieler? Fußballspieler, لاعب كرة قدم, Liebling, المفضل, المحبوب. Die Frage noch einmal. Wer ist Ihr Lieblingsfußballspieler? مين هو اللاعب المفضل بالنسبة لك? Ich lese die Frage noch einmal vor und bitte sprecht nach. Wer ist Ihr Lieblingsfußballspieler? Die Antwort: Mohammed Salah ist mein Lieblingsfußballspieler. هو اللاعب المفضل. Mohammed Salah ist mein Lieblingsfußballspieler. Sehr gut. Noch eine Frage. Und was ist Ihre Lieblingsfußballmannschaft? زي ما احنا متعودين لما يكون الكلمات كبيرة شوية بنقدر نقسمها. Lieblingsfußballmannschaft. فريق كرة القدم المفضل. Was ist Ihre Lieblingsfußballmannschaft? Bayern München. Bayern München ist mein Lieblingsfußballmannschaft. Noch einmal. Bayern München ist mein Lieblingsfußballmannschaft. Sehr, sehr gut. Die معظم أسئلة اللي احنا بنقدر دايما نسألها البعض لما بنسأل على مين بتحب أنهي لاعب أفضل؟ إيه الفريق اللي أنت شايفه هو الأحسن أو الفريق المفضل بالنسبة لك؟ بتمارس رياضة إمتى؟ بتمارس رياضة فين؟ ساعات كتير بتحب تشوف إيه دايما من الرياضات إم فيرنزين في التلفزيون؟ دي كان الجزء الخاص بالفراجن وأنت واطن الأسئلة والأجوبة اللي ليها علاقة بشبورت. نيجي للجزء الثاني مهم جدا، إحنا هنبتدي نتكلم على شبورت Arten. Noch einmal, Sportarten. Sportarten هي أنواع رياضات. إحنا نعرف كويس جدا إن إحنا عندنا عدد كبير جدا جدا من الرياضات على مستوى العالم في مختلف البلاد، في منها المشهور، في منها المش معروف قوي، لكن كمان في رياضات أولمبية كتير مهمة. إحنا دلوقتي هدفنا إن إحنا نتعرف على معظم السبورتارتن أنواع رياضات أوف دويتش. دلوقتي هنشوف مع بعض ايه هي اهم الرياضات اللي عاوزين نتعرف عليها النهارده. سبورت ارتن. سبورت ارتن انواع الرياضات اللي احنا مشهوره بالنسبه لنا بنسمع عنها كتير في بعضنا بيمارسها. سبورت ارتن فاس ist das؟ يا das heißt Ski laufen. Noch einmal. Ski laufen. Ich laufe Ski. Ski laufen. Nummer zwei. Ja, sehr gut. Fußball. Fußball. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Machen wir weiter. Ja, was ist das? Boxen. Ich boxe gern. Ich boxe gern. Und was das? Basketball. Ich spiele Basketball. Ich spiele Basketball. Okay. Wir jetzt machen auch weiter mit den Sportarten. Laufen. Ich laufe. Ich laufe. Und was ist das? Was ist das für ein Sport? Ja, das heißt Hochsprung. Hochsprung. Noch einmal. Hochsprung. Sehr gut. Ja, und was macht dieser Mann? Was spielt er? Handball. Handball. Er spielt Handball. Sehr gut. Und was macht dieses Mädchen? Ja, sie spielt Volleyball.
Das Mädchen spielt Volleyball. Sehr gut. Ja? Was ist das für eine Sportart? Okay, Tennis. Er spielt Tennis. Er spielt Tennis. Machen wir weiter? Okay, was macht dieser Mann? Welchen Sport treibt er? Was spielt er? Golf. Der Mann spielt Golf. Sehr gut. Machen wir weiter? Ja, was machen diese Junge? Welchen Sport treiben sie? Ja, das heißt Ringen. Ringen. Sie ringen. Sehr gut. Ja, und was machen die Männer hier? Was spielen sie? Ja, sie spielen Eishockey. Eishockey. Sehr gut. Okay, was macht dieser Mann? Er schwimmt. Er schwimmt. Schwimmen. Okay, und was machen diese Leute? Was machen diese Leute? Ja, sie machen Gymnastik. Sie machen Gymnastik. Sehr gut. Ja, was machen die Leute hier? Was spielen sie? Welchen Sportart treiben sie? Ja, sie turnen. Sie turnen. Sehr gut. Ja, und was macht dieser starke Mann? Okay. Gewicht heben. Dieser Sport heißt Gewicht heben. Der Mann hebt Gewicht. Der Mann hebt Gewicht. Sehr gut. Ja, und was macht dieses Mädchen? Was macht dieses Mädchen? Ja, Bogenschießen. Dieses Mädchen schießt Bogen. Schießt Bogen. Okay. Okay, und das ist Reiten. Ich reite gern. Ich reite gern. Sehr gut. Ja, und was macht er? Okay. Surfen. Der Junge surft gern. Der Junge surft gern. Sehr gut. Ja, wir sind noch beim Sportarten. Und was machen die Leute hier? Ja, Radfahren. Sie fahren Rad. Sehr gut. Ja, was ist das? Was für ein Sport ist das? Ja, das heißt auf Deutsch Autorennen. Autorennen. Sehr gut. Machen wir weiter. Und was macht hier dieser Mann? Ja, segeln. Segeln. Der Mann segelt gern. Er segelt gern. Sehr gut. Noch eine Sportart? Ja, und was macht der Junge hier? Was macht er? Okay. Ja, dieser Sport heißt Tauchen. Tauchen. Er taucht gern. Er taucht gern. Okay, und was machen hier die Kinder? Was machen die Kinder hier? Ja, sie rudern. Sie rudern. Okay. Sehr gut. Und was macht der Mann? Wie heißt dieser Sport? Ja, Fallschirmspringen. Noch einmal. Fallschirmspringen. Er springt Fallschirm. Sehr gut. Machen wir weiter. Ja, das ist Klettern. Der Mann klettert gern. Der Mann klettert gern. Sehr, sehr gut. Okay. Und hier? Wie heißt das auf Deutsch? Ja. Baseball. Er spielt Baseball.
Okay. Und was macht? Ja, der Mann schießt hier. Schießt. Ja, der Sport heißt Schießen. Sehr gut. Okay. Und was machen hier diese Mädchen? Dieses Mädchen und der Junge, was machen sie hier? Ja, Eiskunstlauf. Dieses Sport heißt Eiskunstlauf. Sehr gut. Ja, und was macht er? Okay, er spielt Tischtennis. Tischtennis. Er spielt Tischtennis. Sehr gut. Noch, was macht der Junge? Okay. Speerwurf. Speerwurf. Dieser Sport heißt Speerwurf. Okay. Und was machen hier diese Männer? Ja, sie fechten. Fechten. Sehr gut. Okay, machen wir weiter. Was macht die Frau? Sie joggt. Sie joggt. Joggen. Noch einmal. Joggen. Sehr gut. Okay, und was macht das Kind? Ja, das Kind skatet. Skatet. Das heißt skaten. Sehr gut. زي ما احنا شفنا عندنا انواع كتير جدا من الرياضات، منها الرياضات المشهوره جدا ومنها ان في ناس عدد قليل من الناس بيمارسوا بعض الرياضات. ده كان موضوع ازاي نقدر نتعرف على سبورت ارتن اوف دويتش، وقبليها كنا قلنا ايه هي الفراجن والانتفورت اللي احنا ممكن نستخدمها في تيما سبورت. ودلوقتي تعالوا مع بعض نكمل حلقتنا بالموضوع اللي كلنا بنحبه، روند فوسبال. روند فوسبال. فوسبال. كلنا بنحب رياضة كرة القدم. فوسبال واحدة من أهم رياضات العالم، واحدة من أهم رياضات اللي ليها عدد كبير جدا جدا من الفانس أو السوشاور مشاهدين أو المعجبين. احنا دلوقتي موضوع حلقتنا هنتكلم على فوسبال، ايه هي المصطلحات اللي بنستخدمها، يعني ايه الحكم، ويعني ايه ضربة الجزاء، وهنتكلم على حاجات قد كده تبقى مثيرة وممتعة بالنسبة لكم. Wir sprechen jetzt über den Fußball. Wir sprechen rund den Fußball. Rund den Fußball يعني هنتكلم على كل الحاجات اللي ممكن ليها علاقة بالفوسبال. Ja, beginnen wir. Ja, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? دايما بنشوفه في الملاعب بتاعتنا. Ja, der Schiedsrichter. Noch einmal bitte. Dieser Mann heißt Schiedsrichter. Noch einmal. Der Schiedsrichter. Richter. Sehr gut. Okay. Ja, und was ist das? Was ist das? Ja, das Stadion. Das Stadion. Sehr gut. Ja. Und was ist das? Hier, was ist das? Das heißt auf Deutsch das Spielfeld. Spielfeld. هي المساحة اللي هم بيلعبوا فيها الفوسبال. Okay. Das Spielfeld. ساحة اللعب بنقدر نسميها. Machen wir weiter. Okay. Was ist das? Der Torwart. Torwart. الراجل دوت هو حارس المرمى. Der Torwart. Sehr gut. Ja. Was ist das? Oder wer ist das? Oder was macht er? Ja, das heißt der Kopfball. Kopfball. دايما نسمع في التعليقات على المباريات اللي هو ضربة رأسية. Das heißt auf Deutsch Kopfball. Der Kopfball.
Fall. Sehr gut. Machen wir jetzt weiter. Okay, was macht dieser Mann? Ja, das heißt das Strafschoss. Strafschoss. Strafschoss, darüber bitte gesehen. Strafschoss. Sehr gut. Ja, aha, das Tor. لما بيجي الجون في دويتشلاند دايما كل الزوشاور المشاهدين يقولوا تور تور جون يا داس تور sehr gut ja und was ist das okay das Pokal sehr gut machen wir jetzt weiter okay Was hat der Mann in der Hand? Was hat er in der Hand? Ja, die rote Karte. Die rote Karte. Ja, die Karte Ahmar. Sehr gut. Und die gelbe Karte. Karte Insor. Die gelbe Karte. Sehr gut. Machen wir jetzt weiter. Ja, wer sind diese Leute? Was machen sie? Okay. Die Zuschauer. Das sind Zuschauer. Al-Mushajjain, Al-Mushahidin. Zuschauer. Okay. Und was ist das? Das heißt Fußballtor. Misaha di kullaha bin samiha Fußballtor. Fußballtor. Sehr gut. Machen wir weiter mit dem Fußball. Wer ist das? Ja, das ist der Spieler. Der Spieler. Er spielt Fußball. Sehr gut. Okay. Und wer sind diese Leute? Ja, das ist die Mannschaft. Mannschaft. Mannschaft al-Fari. An der Fußballmannschaft. Fari kurat al-Qadam. Handballmannschaft. Handball, Volleyballmannschaft und so weiter. Sehr gut. Ja? Okay. Il-Misaha di andena bin samiha darba rukneye. Das heißt Eckball. Noch einmal. Eckball. Eck. Das ist Eck und das ist ein Ball. Ashan kida ismaha Eckball. Sehr gut. Machen wir jetzt weiter. Ja. Lama bnikseb binahsul ala. Aha. Medaille. Medaille. Sehr gut. Okay, machen wir jetzt weiter. Aha. Was ist das? Was machen Sie hier? Die Chitta, die wir spielen. Ja, das heißt, die Spielstrategie. Noch einmal. Spielstrategie. Chitta, Lab. Sehr gut. Okay, rund um den Fußball, wir sprechen über Kurat al-Qadam. Aha, den Ballhalter. Den Ballhalter. Das heißt, er haltet den Ball, ho idrimsek al-Kura. Sehr gut. Den Ball schießen. Bin ul bilogha bta'itna ho bishut al-Kura. Ja, den Ball schießen. Sehr gut. Was machen wir noch? Aha. Im Tor stehen. Im Tor stehen. Ja, das heißt nur, waqfi il-gol. Im Tor stehen. Sehr gut. Okay, und was macht dieser Mann, dieser Spieler? In die Richtung dribbeln. Noch einmal. In die Richtung dribbeln. Ja, yani bighayyar al-ittigah bta'u. Sehr gut. Okay, und was macht dieser Junge? Sehr gut. Den Ball auf dem Knie platzieren. Den Ball auf der Knie platzieren. Kunna khadna fi halqat sabqa Knie, Rukba. Bi yaqdar
يعمل بالانس للكرة على الركبة بتاعته. دين بال auf dem Knie platzieren. Sehr gut. Machen wir jetzt auch weiter. Okay, was macht dieser Mann? Den Ball mit der Brust abfangen. Ja, es ist واضح جدا من الصورة. Den Ball mit der Brust abfangen. Sehr gut. Ja, und was macht der hier? Auf dem Spielfeld laufen. احنا اتفقنا Spielfeld هي المساحة بتاعت الملعب. Laufen, يجري. Auf dem Spielfeld laufen. Sehr gut. Ja. Durch die Luft fliegen. Durch die Luft fliegen. Luft هو الهواء. Durch die Luft fliegen, das heißt, wenn man die Kura betibet vor, خالص, dann ul durch die Luft fliegen. Okay, noch ein Foto. Auf der Linie liegen. Auf der Linie liegen. Ja, bin hot die Kura ala el Khat. Auf den Linie liegen. Und jetzt ein letztes Wort. Ja, über das Spielfeld rollen. Über das Spielfeld rollen. Da meine in der Kura بتتحرك على Spielfeld. Spielfeld هو المساحة المخصصة للعب. Die kennen مرادفات كتير قوي قوي rund den Fußball. حاجات بنستخدمها في كرة القدم أو المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في كرة القدم. لكن عشان نقدر نستخدم ديزي ريدي مثل المصطلحات دي لازم نتعلم الفابن والبروبوزيشن اللي جات في الصور اللي احنا شفناها وده اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض. سبورت ارتن. سبورت ارتن زي ما استعرضنا مع بعض اهم السبورت ارتن انواع الرياضات الموجوده تقريبا في العالم دلوقتي وقد ايه في رياضات كتير احنا عارفينها وفي رياضات عدد قليل من الناس بيمارسها. سبورت ارتن يمكن من اهمها قلنا فوسبال. فوسبال هي اكتر كره شعبيه بنسميها اكتر كره او اكتر رياضه الناس بتحبها هي كره القدم طبعا. من خلال استعراضنا لموضوعنا غوند دين فوسبال قدرنا نتعرف على زاتس جمل على فيرتا كتير بنستخدمها في الشبيلفيلد في الملعب والحكام والكارت الاصفر والكارت الاحمر وهكذا. لكن كمان محتاجين نقدر نتعرف مع بعض على اجزاء جراماتيك مهمه اتقالت في الصور بتاعتنا. هنبدا بالبايشبيل. ان دين كلوب. ان دين كلوب. ins Stadion. Ja, in die Sporthalle. In den Club, ins Stadion, in die Sporthalle. Okay, wir nehmen diese Ausdrücke als Beispiel. هناخد الجمل ديت أو التعبيرات ديت كبيشبيل كمثال. يا ترى, was bedeutet in den Club? Ins Stadion oder in die Sporthalle. Bedeutet das, هل ده معناه في النادي في الاستاد في صالة الألعاب الرياضية ولا هل ده معناه إلى النادي إلى الاستاد إلى صالة الألعاب؟ أقدر أعرف منين؟ يا أقدر أعرف من دين داس وندي. نفتكر إن هنا دين داس وندي دي ارتكل في الاكوزاتيف. sehr gut. ولما يكون في عندنا قلنا بريبوزيشن حرف جر في الاكوزاتيف لازم الجمله تبقى بيفيجونج. was bedeutet bewegung?
Ja, sehr gut. Bewegung, das heißt Haraka. Bewegung, das heißt Haraka min mekan lattani. Da ma'ne, hena, lama hain nigen ul. Was bedeutet das? Ja, in den Club. Ich gehe in den Club. Ana azhab lin nadi. Aber ich gehe ins Stadion. Aber ich gehe in die Sporthalle. Sehr gut. يبقى طالما في عندنا gehen, das heißt Bewegung und Bewegung macht immer Akkusativ. Sehr, sehr gut. Okay, طيب نرجع مع بعض تاني نقول لو احنا محتاجين نقول أنا في النادي, أنا في الاستاد, أنا في السبورت علي. هقولها إزاي؟ هل هستخدم نفس البريبوزيشن حروف الجر؟ يا. هل هستخدم نفس الأرتيكل؟ يا, هنستخدم نفس الأرتيكل. ولكن هنقول in den club, هنشوف ins stadion. طب تعالوا نشوف دوت مع بعض. لو قلنا ich gehe in den club, aber hier im club. Ich gehe ins stadion, aber hier im stadion. Sehr gut. Ich gehe in die Sporthalle, aber hier in der Sporthalle. Sehr gut. Was ist hier der Unterschied? Elfer, ich bin hier und hier. Elfer, hoa dem, der. Club ist der, Stadion ist das. Lekin, ich bin hier und hier, nur bei dem. Sporthalle ist die, واضح ان هي بقت der. Und das, wie wir wissen, heißt Dativ. Und Dativ passiert immer, بيحصل دايما في Stabilität. Stabilität اللي هي حالة الثبات. Sehr gut. Stabilität هي حالة الثبات في مكان. فقول أنا أكون في النادي أو في الاستاد أو في صالة الألعاب الرياضية. يبقى أنا بتكلم على الستابيليتيت اللي احنا بقالنا حلقات كتير بنتكلم على فكرة البيفيجونج, الحركة, فكرة الثبات. لأن فكرة الحركة والثبات لازم تعمل لنا داتيف. فإش كان زاجن زين. إش بين. إش بين إم كلوب. إش بين إم شتاديون. Ich bin in der Sporthalle. Sein بيعمل داتيف طالما جملة فيها Stabilität. وإنت عم زي ما بتفقين دايما إن إحنا بنقدر نطبق دوت على أماكن كتير طالما إحنا عندنا المبدأ بتاعنا إحنا بنتكلم على Bewegung oder Stabilität. ده كان مهم قوي نتعرف عليه عشان ليه علاقة كبيرة بهل أنا هروح المكان اللي بمارس فيه رياضة ولا أكون في المكان اللي أنا بمارس في الرياضة. ده كان مهم قوي ان احنا نعرفه. دلوقتي تعالوا نكمل حلقتنا. Bewegung und Stabilität. حركة ثبات مؤثرة جدا في الجراماتيك بتاعتنا. مؤثرة جدا عشان الكازوس اكوزاتيف اودا داتيف. خدنا امثلة. Ich gehe ins Stadion, aber ich bin im Stadion. Ich gehe in den Club, aber ich bin im Club. Ich gehe in die Sporthalle, aber ich bin in der Sporthalle. Und jetzt machen wir noch Beispiele. هنرجع تاني للسätze اللي احنا قلناها rund um den Fußball ونشوف هل فكرة Stabilität والبيفيجung أو فكرة Dativ, Akkusativ متحققة معانا أو لا. Machen wir jetzt dieses Beispiel. Im Tor stehen. زي ما قلنا على حسب الشكل الموجود في الفوتو في الصورة im Tor stehen يعني هو واقف في المرمى زي ما بنقول واقف في الجون. Der Torwart, الراجل ده احنا قلنا اسمه Torwart, حارس المرمى. Steht im Tor, steht واقف في المرمى. هو واقف مش بيتحرك. Sehr gut. Das heißt Stabilität. Und Stabilität يعني Dativ. عشان كده قلنا im Tor. هل يا ترى نقدر نفتكر im Tor ازاي قدرنا نعملها؟
Ja, Tor ist das Tor. Das Tor. Und das im Dativ heißt dem. In dem, im. Sehr gut. Noch einmal. Der Torwart, Haris al-Marma, steht im Tor. Hoef, mich bitharrak. Das heißt Bewegung, also keda olna, im Tor. Der Torwart steht im Tor. Sehr gut. Okay. Was macht dieser Mann? Ja, tara, el-Sura, el-li ihna shayfinha, huwa sabit wala bitharrak? Ja, huwa bitharrak. Die Richtung, in die Richtung dribbeln. In die Richtung, ja, bitharrak, bighayyar masaru, bitharrak. Das heißt Bewegung. Und Bewegung bin-nisbalna akkusativ. Aschen keda, die, ihna ma'amalnash fiha hag. Zay ma kunna lissa wakhdin misal, ich gehe in die Sporthalle. Hena, in die Richtung. Sehr gut. Okay, und was macht dieser Mann? Okay, den Ball auf dem Knie platzieren. Platzieren, das ist der Ball, das ist Knie. Ja, er versucht, die Kura auf der Rückbitte. Die Kura auf der Rückbitte, das heißt Stabilität. Deswegen sagen wir auf dem Knie. Ja, Dativ. يبقى دايما احنا لازم ناخد بالنا سواء مع موضوع الرياضه او موضوعات اخرى زي ما كنا بنتفق احنا لما بنستخدم بريبوزيشن هل في بيفيجونج اودا ستابيليتيت فلاش جيبس نوخ ein beispiel اها den ball mit der brust abfangen brust ist die ها بيستقبل الكوره على صدره زي ما احنا بنقول او التعليقات بتقول في الماتشات اوكي الكره على صدره das heißt Stabilität mit der Dativ oder mit Dativ ist mit der Brust noch einmal den Ball mit der Brust abfangen sehr gut okay und hier auf dem Spielfeld laufen er läuft auf dem Spielfeld Ja, Misaha bitaat illaib. Noch ein Beispiel vielleicht gibt es noch. Aha. Durch die Luft fliegen. El Kura durch die Luft. Ja, Akkusativ. Noch ein Beispiel. Auf der Linie liegen. Misal wadih awi muhim awi. Linie, el Khat bitaat el Kura. Okay. Ihna binhut el Kura fuq el Khat. El Kura sabta. Ja, das ist Stabilität, Sabet. Deswegen sagen wir, auf der Linie liegen. Sehr gut. Über das Spielfeld rollen. El Kura bittharrak ala el Spielfeld. El Kura bewegt sich. El Kura bittharrak. Sehr gut. Das heißt Bewegung, Akkusativ. Deswegen sagen wir, das Spielfeld. ده معناه ان فكرة او موضوع الحركة والثبات موضوع مهم بنقدر نستخدمه مع اي سيتواتيون مع اي بريبوزيشن بس لازم نقول هل احنا بنتحرك او هل احنا ثابتين بكده اتكلمنا اعتقد النهاردة على موضوع محبب لنا كلنا شبوت آتن قدرنا نتعرف على الفراجن والانتفورتن الاسئلة والاجوبة في ضوء الموضوع بتاعنا اتكلمنا على سبورت ارتن خدنا عدد كبير جدا جدا من انواع الرياضات المشهوره والمعروفه اتكلمنا على مصطلحات خاصه بفوسبال الرياضه المحبوبه بالنسبه لنا عن سبيلفيلد عن الستاديون عن مانشافت عن الحكم عن كروت الصفراء والكروت الحمراء وختمنا حلقه النهارده بجزء جراماتيك مهم جدا هو استخدام بريبوزيشنن في الستابيليتيت وفي البيفيجون أو الوكسل بروبوزيشن ميت أكوزاتيف أند داتيف. دي كانت موضوعات حلقتنا النهاردة. أتمنى إن إحنا نكون استفدنا واستمتعنا بحلقة النهاردة. فيلين دانك أند أوف فيدرزين. تشوس.